So, wir haben den Disrespect-Skin. Let's do this. Ja, man kann auch einfach mal so ein Nahkampf-Q mitgeben. Das geht auch. Am besten outet Nahkampf-Q, das hätte gerade nicht gepasst und gereicht und geräudet und gedudelt und gedadelt. So, wir haben den Jungle Jarvan. Super gefährlich. Jarvan ist super gefährlich. Da gehen wir euch, ja, ich weiß nicht, ob ich eigentlich, also, Also, Das war der Electrocute-Trade. Er hat halt 3 Pots, ich habe nur 2 Pots, weil ich diesen Flask-Misk gemacht habe. Also ist ja kein Misk unbedingt, aber Misk. Wir gehen beim Shoppen, Leute, ist mir zu gefährlich. Mit Patty Mayonnaise. Okay, da unten macht er gerade Action. Ich hab, bin almost about to be there. I'm almost about to be there. Ah, was? Ich bin doch da! Nein! Oh ja, nice, geil! Das sah übel komisch aus, was da alles passiert ist, aber perfekt. Wunderschön. I don't know. Wir gehen jetzt nochmal Schwerter, weil ich glaube, bevor wir roam, wird hier in der Mitte einer von uns sterben. Einer von uns muss sterben, bevor hier geroamt wird. Ich bin about to being there, but I still need a bit, little. Hat er ihn gekriegt? Wahrscheinlich. Sieht sehr zufrieden aus, der Jarvan. I don't know. Hier ist leider alles noch rot, gelb, grün, ultraviolett farbend. Oh, genau jetzt ist es weg. Wunder, beautiful. Die müsste jetzt auch gleich weggehen, eigentlich. Oh, schade, Marmelade. Oh, hier ist noch, den können wir töten, wer auch immer das ist. Ah, das ist Braum. Weil Braum weiß ich nicht, aber die da würde ich mir gönnen. Oh, die hat fucking Bone fucking fucking Plating drin. Oh. Okay, meinen haben wir sie noch. Oh, hier geht noch was. Ich lebe noch. Okay, er ist mich tot. Halt ihn am Leben. Tu was. Oh, Exhaust. Leb! Ah, schade, Marmelade. Und sie schiebt. Oh, jetzt ist. Mann, das passiert. Obwohl, töte ihn. Schieß, mach Schuss. Geil, ist okay. Ja, wir können mal Toplane roamen jetzt. Dafür habe ich mir ja die Schuhe gegönnt. Allerdings ist auch Infernal da. Ist ein bisschen gefährlich. Da. Take this. Mach den Wurf und den Springel. Springelsprung. Ja. Das ist gut. Da wollte ich nicht mal ulten. Ah, da könnte ich jetzt ulten, potenziell. Da ulte ich jetzt auch. Da gehen wir. Yolonese. Bolognese. Later. Heil mich. Danke. Haar mich klingt wie heil mich, aber dabei ist ja Haar mich Gift. Weiß ich nicht. Hier, Damage für dich. Ah, jetzt hat mich das Skill getroffen, wäre ich eventuell geplatzt, deswegen muss ich das jetzt flashen. Aber wir haben jetzt seinen Ignite bekommen, sein Ult. Wenn ich jetzt gleich Ult habe, können wir ihn töten. Tschüss. Ja, da dachte er und dann hat er aber nicht mehr gedacht, weil er tot war. Problem ist, insgesamt, also ich habe 5 Kills von 6, ist nicht so gut, weil das bedeutet, dass alle anderen feeden, fast. Wir können mal jetzt, lass mal Infernal machen, hier, den Jungler hol ich mir, der läuft hier irgendwo rum, den gönne ich mir. Jetzt machen. Das ist einfach, die sind so free am Red Buff. Die kannst du immer mitnehmen. Das ist quasi wie Togo. To go. Ich geh mal Toplane farmen. Weil wir haben gelernt, farmen ist wichtig. Ich geh weg. Gute Ult. Gute Rakete. Gutes Team. Gutes Game. Kann ich hier nicht verkneifen. Manchmal muss es sein. Dumme Sachen machen wir nicht. Wir könnten aber gucken, dass wir Zed abholen. Wir müssen uns erstmal. Ja, ich hätte da einfach rausgehen können, aber irgendwie. Das Ehen dauert aber auch immer ein bisschen Zeit. Und ich wollte auf jeden Fall nicht sterben, ne? Ehen ist cool, aber es dauert, ne? Und es war gerade so. Ich meine, ich bin 9-1. Ich will nicht sterben. Ich meine, wer will schon sterben? Ganz ehrlich. Ich bin Mr. Free! Mr. Free! Bitte kein Set oder sowas. Danke. Okay, passt. Later! Oh, geile Meile! Geile Meilesprung! Tschüss! Later! Appa! Wew! Oh, nö! Du Hanfmann! Nee. Oh, alles ist rot. No!
Ja? Hm, weiß ich nicht. Nee. Nein, 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 nein. Stoppen Sie das. Also ja, so. Ich habe Angst. Ich kann erstmal die Passive auslösen, das wäre okay. Eine W können wir machen. Dann, danke für den. Also er hätte mir fast ein Escape gebaut. Dadurch hätte ich nämlich so ein bisschen springen können. Aber. Ja, irgendwann stirbt man, ne? All men must die. Warum nicht der Stance als drittes? Nee, also das habe ich damals super oft gemacht, aber aktuell bin ich wieder eher auf Black Cleaver umgestiegen. Damals habe ich wirklich permanent Death Stance gebaut. Das kommt aber auch echt drauf an, was die Gegner so bauen. Ob die eher squishy gehen. Auto Q, Leute. Auto Q, Auto. Bam. Ne? Immer schön. Schön. Also damals habe ich echt sau gern Death Stance gebaut, aber aktuell. Ich weiß, ich finde die 20% sind eher halt auch. Ich meine, okay, das andere gibt 10%, aber. Aber. Ne? Alter, wir stehen 14-2. Gut, schön, 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 schön. Und wenn die Gegner wirklich alle squishy sind, dann kannst du, glaube ich, auch echt der Stance gehen, ne? Also, wenn die wirklich nur sowas wie Jinx, Vi, Jace, wobei die auch ab und zu mal ein bisschen AD gehen, aber Tank. Aber darauf kommt es so ein bisschen drauf an, ne? Das Ironische ist, der Gangplank hat am Anfang geschrieben, genießt den Boost, den Free Boost, ne? Kollege der Sonne hier, steht 3-2-2 auf der Top-Lane. Du hast den Free Boost genossen hier. Was ist hier los? Ne? Hier 3-2-2. 21 LP geht, kann man machen.